und willkommen zurück hier bei Harpy Lady Light zu Level 5. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf jeden Fall. Wie viele Fehlversuche wir diesmal brauchen werden, ist die Frage. Oh Mann, hätte ich gewusst, dass ich zuerst die Wüste durchqueren muss, um den Nebelberg zu erreichen, dann hätte ich mich auf diese Reise garantiert besser vorbereitet. Ich irre nur schon seit Tagen durch die Wüste und meine Wasservorräte gehen langsam zur Neige. Zu fliegen habe ich keine Kraft mehr und die Hitze macht mir zu schaffen. Ich muss mir was einfallen lassen. Tetris spielen. Da vorne, da ist eine Oase. Das kommt so selber nicht. Ich muss die Oase erreichen. Ich brauche Wasser. Dann bin ich gerettet. Die Oase, sie ist verschwunden. Wo ist sie hin? Oh mein Gott, was für ein Plot-Twist. Ich habe irgendwie schon fast vermutet, dass er das ist wegen Illusion und so. Du wirst ja kein Wasser finden. Wer seid ihr? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Die Dünen werden dein Grab sein und eine Tote braucht kein Gold. Was wollt ihr von mir? Du hast mich schon verstanden, Kleines. Gib mir all dein Gold, dann bleibst du am Leben, zumindest vorerst. Gar nichts werdet ihr von mir bekommen. Ich werde mir den Weg durch die Wüste zeigen und die Füße stillhalten. Habe ich mich klar ausgedrückt? Mutige Worte von einer Harpie, die dem Tod nahe ist. Nun denn, du scheinst es nicht anders zu wollen. Mir ist es egal, ob ich das Gold von einer Toten oder einer Lebenden nehme. Um mit euch fertig zu werden, reicht meine Kräfte allemal. Ach so. Das geht dann noch, okay. Keine Kraft zum Fliegen, aber mit einem Dämon kämpfen, das ist natürlich noch drin, okay. Sehr logisch auf alle Fälle. So, okay, dann schauen wir mal, was wir hier so machen können oder ob wir was Sinnvolles machen können. So, das ist doch schon mal was. Na, oh nein, ich wollte einen weiter runter. Verdammt nochmal. Oh, das wird jetzt schon wieder nichts, das sehe ich jetzt schon. Nein, nicht da oben drauf, Mensch! Naja, okay. Das war natürlich so geplant, wenn das klar ist. Oh. Manchmal sind meine Finger so nervös, dass er noch einmal mehr dreht, als eigentlich soll. Nein, oh, Mann, ey! Nein! Hör auf! Nein! Lass das! Oh. Can't do that. Es wird wunderbar. Okay, das ist blöd. Ja, doch so. Jawohl. Jawohl, ja. Ah. Mann. So. Oh, nee, komm, das ist doch jetzt, also... Da freut man sich, dass man schon so weit gekommen ist. Beziehungsweise sich so gut gehalten hat und dann... Ah. Ja, und dann wird das noch mehr kaputt gemacht hier. Alles. Einfach alles, was ich aufgebaut habe, wurde jetzt zunichte gemacht. Ja, komm, ist okay. Ja, nee, ist klar. Not for me. Da kommt einfach so eine Wand runter, die einfach mal 50% des Spielfelds einnimmt. Der gibt's einfach nicht. Das ist Betrug. Ah ja, da kann ich was machen. Also, auf jeden Fall wissen wir, egal wie gut es anfangs läuft und egal wie lange du dich gut schlägst,
spielt keine Rolle. Irgendwann kommt da einfach so eine riesen, gigantisch kilometerlange Wand voller Tonschädel und deine ganze Arbeit war umsonst. Oh, das war jetzt blöd, was ich gemacht habe. Hab ich gerade festgestellt. Ja, hin und wieder ist ein bisschen natürlich sinnverschuldet, aber größtenteils habe ich so das Gefühl, kann man sein Verderben nicht beeinflussen. Ja, wie schön, dass es bei dir so toll läuft, Mädchen. Ich freue mich natürlich sehr für dich. Nee, das wird doch hier schon wieder nix. Und zwar überhaupt nix. Not for me. Meine Hoffnung ist ja, so ein bisschen, dass diese Tonschädel, die da runterkommen, vielleicht auch nur Illusionen sind, die eigentlich gar nicht da sind, und dann gewinne ich am Ende überraschenderweise trotzdem, aber ich glaube, das ist alles Wunschdenken. So, da haben wir schon mal noch die vier Feuerdinger. Da ist zumindest einmal Erde, aber bis jetzt kann ich ja auch nichts mehr machen, aber das Wind, so. Frost. Und nochmal Frost. Erde. Blitz. Ja, danke dafür. So. Alles. Nein. No can do. Ja, ich nehme mal an, pro Level halt die Gegner immer etwas mehr durch, also beziehungsweise immer etwas länger durch. Insgesamt. Gar nicht so richtig. Kommt da nicht so wirklich Gutes. Ah, nee. Nee, die Runde ist ja mal richtig für den Eimer. Die Runde war ja richtig für den Eimer. Das ist natürlich genau jetzt spielen, wo es auch noch so extrem heiß ist hier in der Wohnung. Durch die Wüstmusik wird es ja nicht gerade besser hier. Fühlt man sich gleich noch heißer. Sehr unzufrieden gerade. Okay, das war jetzt schon mal ein bisschen was. Ich sollte vielleicht nicht diese Dinge so schnell nach unten schieben, merke ich gerade. Weil dadurch schinde ich ja auch irgendwie so ein bisschen Zeit, nicht wahr? Das ist vielleicht der Sieg, der Schlüssel zum Sieg. Das könnte tatsächlich sein. Ja gut, außer man ballert hier wieder so eine Totenkopfwand da vors Gesicht.
du keinen Einfluss drauf nehmen kannst. Nee. Not for me. So, jetzt mache ich mal, ohne dass ich diese Blöcke da schneller nach unten bewege. Das sollte doch der Schlüssel zum Sieg sein, oder nicht? Weil, wie gesagt, so schinde ich ja Zeit eigentlich. Und ich habe dann irgendwie auch mehr Zeit zu überlegen eigentlich. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Moment. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Ach. Okay, klappt noch so. So, Erde auf jeden Fall. Ja, schön, dass es wieder alles kaputt gemacht wurde. Wenn wir verdammt viele Toten stellen, möchte ich mal sagen. Na, was habe ich gesagt? Es war knapp, aber die Strategie scheint zu funktionieren. Natürlich habe ich das geschafft. Einfach die Blöcke so langsam runterkommen lassen. Weil, wie gesagt, dadurch stimmt man ja irgendwie Zeit. Die Gegner sind ja so blöd und machen das. Ne, von daher. Ich glaube, das könnte echt der Schlüssel zum Sieg sein. So. Jetzt sind wir schon bei Level 6 angekommen. Nebelberg, die Heimatstätte der Ork. Oh, klasse. Da kann ich ruhig länger bleiben. Nanu. Auf diesem Schild steht etwas geschrieben. Es handelt sich wohl um einen Teil der Geschichte von Traventor. Lesen. Der Aufstieg Traventors. In einem Jahr andauernden Krieg gelang es Menschen und Elfen, den Drachen mit vereinten Kräften Einhalt zu gebieten, um sie aus dem Land zu vertreiben. Die Zeiten der Gefahr waren vorüber und es kehrte Frieden ein, der lange Zeit anhalten sollte. Weitere Jahrzehnte vergingen bis zur Gründung der Hauptstadt, die das Land Traventa zu einer beliebten Handels- und Wirtschaftsroute machen sollte. Interessant. Puh, nach Wochen in der Wüste ist die erfrischende Bergluft eine willkommene Abwechslung. Die gefährlichen Klippen und unpassierbaren Schluchten kann ich einfach überfliegen, so spare ich wertvolle Zeit. Dennoch sollte ich wachsam bleiben und die Gefahren hier über Lauer nicht unterschätzen. Ich rieche Menschenfleisch. Ich auch, mein Anführer. Ein starker Geruch. Hier streut ein Mensch umher. Wir hören die Fälle fressen. Menschen schmecken saftig und lecker. Verdammt, Orks beschreiben dieses Gebiet. Ich sollte mich verstecken, sonst ende ich als Delikatesse. Dass sich was bewegt, lass es nachsehen. Ja, mein Anführer. So ein Mist, sie habe ich entdeckt. Da ist der Schlawin. Halt, warte, ich bin kein Mensch, ich bin ein Harpier. Harpier? Was ist ein Harpier? Eine Mischung aus Mensch und Vogel. Schmeckt bestimmt nach Hühnchen. Nein, Harpien sind für Orks nicht genießbar. Ihr könnt mich nicht essen. Ich kann nicht warten. Der Mensch lügt, wir werden ihn essen. Nein, wenn ihr eine Harpie verspeist, dann platzt euer Magen. Magenplatz? Was soll das heißen? Ja, und euer Bauch schwillt auf die Größe einer gigantischen Kanonenkugel an. Kanonenkugel? Der Mensch lügt. Und die Harpien schmecken scharf. Ihr werdet von ihnen heraus verbrennen und dann, naja, dann platzt ihr eben. Eine Harpie also. Verbrennen und platzen, das klingt nicht gut. Ja, nicht wahr? Am besten ihr lasst mich einfach gehen. Unten im Tal gibt es haufenweise Menschen. Sucht dort. Fressen wir sie. Aber was, wenn sie Wahrheit sagt? Ja, ich sage ganz bestimmt die Wahrheit. Indianer, Ehrenwort. Ich will nicht verbrennen und platzen. Was machen wir jetzt? Ganz einfach, lasst mich gehen und zu teuer haben, das ist woanders. Ich würde schon ihr feiern, wenn man das Level dann dadurch nicht machen müsste. Töten wir sie. Oh. Ja, töten wir sie. Moment, was? Ich stelle dir ein Ultimatum ab hier. Besieg mich im Kampf und wir lassen dich laufen. Verlierst du, werden wir dich töten. Einfach so aus Spaß. Ja, töten. Oh, bin ich das etwa?
Das wirst du noch bitter bereuen, Ork. Spüre meine Magie. Besiege Taco Asha. Let's go! So, bei dem Ork, da kommen wahrscheinlich mal 8 Tetris-Steine auf einmal. So, wie gesagt, ich lasse das alles schön langsam und gemächlich runter gleiten. Haben wir schon mal die ersten 4 wunderbar. So. Wunderbar, dann haben wir schon mal 4 Feuerdinger. So, Wind. Wollte ich mal dahin. Ich nehme an, man kann auch nicht sehen, wo diese Skelettköpfe runterkommen. Zumindest habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ich denke, das kann man auch nicht beeinflussen. Das ist auch alles random. Prinzip. Ja, das war natürlich blöd jetzt. Das war eben nicht geplant. Okay, jetzt kommen wir jedes zweite. Oh, jedes zweite Runde diese Dinger. Und natürlich genau da, wo ich sie eben nicht gebraucht habe. Das gibt's doch gar nicht. Das war extra hier. Soldat! Aha. Ja, komm, ich hab verstanden. Can't do that. Okay, das war jetzt eine sehr, sehr ungünstige Runde. Weil die Dinge wirklich immer genau darunter kamen, wo ich sie am wenigsten gebrauchen konnte. Sieht doch gar nicht so schlecht aus momentan. Okay, immer wenn ich das sage, passiert sowas. Also deswegen sage ich lieber nichts mehr dazu. Kann das sein, dass, wenn man das jetzt tatsächlich hier immer so langsam runtergeleiten lässt wie ich, dass dann irgendwie mehr davon runterkommen? Ist das dann quasi so, sowas wie der, du lässt die Steine zu langsam runtergeleiten, Bestrafungsmechanismus? Oder wie soll man das verstehen? Ja, genau dazwischen habe ich jetzt eben keinen gebaut. Och, das brauche ich doch alles extra. Ich weiß nicht genau. Ach nee, der Wind ist jetzt auch blockiert. Scheiße. Oh, das geht doch alles nicht auf. Nein, auf, nein, was tust du denn? Nein! Du machst alles falsch. Was man nur falsch machen kann. Alles geplant, so. Das, oh, ich habe sogar einen. Und jetzt bin ich wieder frei schon. Und noch einen direkt. Oh, gleich 2. Interessant. Ich hätte mich jetzt eigentlich gefeiert, wenn man jetzt bei dem Level mit den Orks 8 Bilder freigeschaltet hätte, aber okay. So, was haben wir denn hier? Castle Warfare Wallpaper. Ach ja, und mein Lieblings-Minigame, Dragon Unleashed. Sehr schön. Auch schon 4 freigeschaltet und der Story-Modus geht weiter. Level 7. Gefechtsturm, Verteidigungsanlage des Imperiums. Ist klar. Verdammt, wie um alles in der Welt bin ich hierher gekommen. Mein Kopf schmerzt, als hätte mir ein Ogre 1 übergezogen. Ich kann mich an nichts erinnern. Hey, ist da jemand? Lass mich raus aus diesem Dreckenkerker und ihr werdet es noch bereuen. Hallo? Hört mich jemand? Ich weiß genau, dass hier jemand draußen vor der Tür steht. Gebt euch zu erkennen. Ruhe da drin, Elende. Oder ich lass dich in Ketten legen und foltern. Verdammt, wer ist das? Statt doch deine Textbox, Levin. Ich komme hier raus und dann werde ich es genießen, wenn du vor mir auf dem Boden liegst und meine Füße küsst. Bei Sonnenaufgang landest du auf dem Schafott-Hab hier. Der König hat angeordnet, dich hinrichten zu lassen.
Ich denke also, dass du diejenige sein wirst, die am Boden liegt und um ihr erbärmliches Leben winselt. Ich erinnere mich, ein Herr des Königs hat mich am Fuß des Nebelbergs angegriffen und gefangen genommen. Ein verdammter Hinterhalter und danach war alles schwarz. Bekomme ich wenigstens eine Hackersmahlzeit? Ich kann dafür sorgen, dass du gleich eine ordentliche Abreibung bekommst, wenn du nicht endlich Ruhe gibst. Ich sehe ihn durch das Gitter. Er trägt die Rüstung eines königlichen Paladins. Meine Magie ist verstärkt, doch gegen einen Paladin habe ich nicht den Hauch einer Chance. Was mache ich bloß? Es muss mir irgendwie gelingen, hier unbemerkt zu entkommen. Das Fenster ist so klein, um mich durchzufetschen, und die Wände sind magisch verstärkt. Nichts zu machen. Moment, die Außenwand ist nicht magisch verstärkt. Es sollte mir gelingen, die Wand einzureißen. Ich muss es schaffen, genug Magiepunkte zu sammeln, um die Wand einzureißen. Dann kann ich fliehen. 1000 Magiepunkte in 40 Zügen. Ach, du liebe Neune. Tja, beim Duell kann man ja noch irgendwie hoffen, dass der andere versagt. Hier muss man das tatsächlich irgendwie schaffen. Ja gut, hier kann ich dann aber ruhig auch ein bisschen schneller machen, eventuell. Nein, so. Ah. Ja, so sollte es erstmal passen. Ja, oder auch nicht. Aber so soll es jetzt wieder passen, ja doch. Erde. Allein! Oh. So. Lass das dann schon mal zumindest weg. Jetzt nicht wirklich was reißen, glaube ich. Yep, da sind wieder vier Flammen. So, jetzt können wir noch Blitz machen. Da ist Frost. Da brauchen können, aber blöd, blöd. Dumm gelaufen. Wirklich äußerst dumm gelaufen, das Ganze jetzt. Ich fürchte, da gibt es auch nichts mehr zu retten. Nicht so rosig aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, da war ich ja noch nicht mal ansatzweise an den 1000. Na, das kann ja was werden. Eieiei. Da, aber jetzt bei der Anzahl der Zügen, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ja, ob es hier die perfekte Strategie gibt oder ob es da jetzt auch wieder drauf ankommt, was man bekommt, sage ich mal. Ja, keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Okay, eigentlich nicht. Beziehungsweise, ich hatte eigentlich einen Plan, aber der ist jetzt wie zunichte gemacht worden. Denkfehler.
Ja, ich bekomme irgendwie so Punkte in 10er Schritten, das gefällt mir nicht. Okay, jetzt habe ich insgesamt 80. Nee, das ging jetzt auch. Nein! Oh, nicht da. Mensch. Nee, nee, aber das wird wieder nichts, das sehe ich jetzt schon. Ich zögere hier gerade einfach das unvermeidliche genau. Tja. Naja. Nee, nee, das kann ja gar nichts mehr werden. Eieiei. Wie soll man das denn jetzt bitte schaffen? Ich frage mich eigentlich immer noch, ob es hier wirklich vielleicht sogar sowas wie eine Strategie gibt, wie man da vorgehen kann. Wenn ich das tatsächlich nicht glaube. Jedenfalls nicht so richtig. Das war sehr gut. Aber die Punktzahl, die lässt ja auch schon ein bisschen zu wünschen übrig. Unbefriedigend, weil diese Kombos, die geben ihm leider auch nicht so viele Punkte, wie ich erhofft hätte. Ich bin jetzt bei 200, das ist ja... Ich brauche 1000. Das ist ja gerade mein 1/5. Wie soll man das schaffen, frage ich mich. Ja. Na gut, jetzt bin ich bei 300, aber ich habe nur 3 Züge, das wird hier sowieso wieder nix. No can do. Ist aber, glaube ich, mein bestes Ergebnis bisher. Ich meine, ich hatte jetzt schon mehrere Versuche und ich war ja noch nicht mal ansatzweise an den 1000 dran, also ich weiß echt nicht,
was man hier machen könnte, also wie man hier besonders gut vorgehen könnte. Zumal es irgendwie nur so 10 Punkte gibt, wie ich das sehe. Also meistens. Ein bisschen unbefriedigend. Ja, Mann. Ja, immer so, bitte. Ja, so. Ja, du komm. Ich habe da echt keine Ahnung, wie ich da mehr Punkte bekommen sollte. Wie das funktionieren sollte. Kann irgendwie nicht so wirklich funktionieren. Go again. Tja, das war wieder nichts. Und zwar wieder ansatzweise nichts. Ich komme eigentlich irgendwie entweder nur bis zu einem Fünftel oder knapp über ein Fünftel. Moment mal. Ich muss jetzt mal kurz drauf achten. Oh, ich glaube, da wird dann immer angezeigt, welche Steine als nächstes kommen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja gut, aber ob das so viel bringt, das weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt noch nicht mal bei den 100. Okay, jetzt schon, aber nee. Da kommt man hier schon ordentlich ins Schwitzen. Dass hier sowas passiert. Na ja, gut, aber da ist sowieso nichts mehr zu reißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Egal wie viele Kombos jetzt noch kommen, es wird nichts mehr. Me.
schon tatsächlich ein bisschen dezent zum Verzweifeln, dieses Level. Oder muss man vielleicht das so schaffen, dass dann irgendwann am Ende so ganz viele hintereinander kommen? Kann das sein? Also dass es dann mehr Punkte gibt. Könnte natürlich auch der Schlüssel zum Sieg sein. Oh! Hab ich denn was? Bin ich jetzt einfach auf 1000 angekommen? Jetzt schon? Auf einmal ganz spontan? Ja gut, warum nicht, ne? Da habe ich nichts gegen. Okay, aber es kommt ja tatsächlich wirklich auf die Kombination an. Anscheinend die Anzahl der Kombinationen, also wie oft da hintereinander will ich dann wegschmelzen sozusagen. Also wie viele Tierscheine sich auflösen, so, hintereinander. Und wahrscheinlich auch wie viele verschiedene das sind und so weiter und so fort. Weil so ein einzelner Block, das ist halt dann jetzt nicht so viel. Also da muss man dann auch schon ein bisschen schauen, wahrscheinlich, wie man da strategischer vorgehen kann, schätze ich mal. Naja, das kann man ja sowieso noch ein bisschen trainieren. Ein bisschen... sind wir ja noch hier. Klappt natürlich nicht immer. Na egal, ich hab's geschafft. Keiner kann mich aufhalten. Und wieder ein neues Bild. Sehr schön. Dann haben wir jetzt tatsächlich schon die Hälfte aller Bilder freigeschaltet. Ist auch schon mal was. Gallery. Ah ja. Harpy Lady Light Wallpaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, doch, genau. Die Hälfte. So, jetzt sind wir schon bei Level 8. Burg Tramento, die feste Kree-Familie. Hm. Eigentlich hätte ich ja Level 8 das Mindo auch sein müssen, aber okay. Alarm, die Harpy ist aus dem Turm entkommen. Schnappt sie euch! Ich muss hier weg, aber gegen so viele Gardisten habe ich keine Chance. Wenn die mich in den Finger kriegen, war's das. Ich habe eine Idee. Er starrt zu Eis. Ja, da ist überhaupt niemand. Verdammt. Achso, wahrscheinlich das Tor. Verdammt, was hast du mit ihnen gemacht, Harpy? Tja, dann Leute haben wohl kalte Füße bekommen. Zumindest dank meiner Eismagie. Was steht denn da so rum, Männer? Schnappt euch die geflügelte Bestie. Das will nicht passieren. Sie können sich nämlich nicht bewegen. Also doch. Aber das war keiner. Verdammt, seist du. Da nehme ich es eben allein mit dir auf. Ein einfacher Soldat des Königs. Das sollte ein Kinderspiel werden. Aber nicht, wenn es sich um einen Tristan handelt. Naja, schon ein bisschen geht das wieder mit den Totenköpfen. Hehehe. Ich freue mich. Ja gut, jetzt kommt es ja eigentlich ja nicht auf die Punktzahl an. Jetzt muss man nur gucken, dass man hier so möglichst viel frei bekommt. Und wie gesagt, ich lasse so schön langsam sinken die Steine und... ne? Weil dadurch schindet man ja ein bisschen Zeit. Und je langsamer man das macht, desto seltener kommen ja logischerweise auch die Schädel. Eben weil man nicht so schnell ist. Oh. Der Tristan versteht wohl sein Werk, ja. Aber
lass mir Zeit, lass mir Zeit. Oh, das war blöd. So, war leider auch nicht so dumm, ne? Muss das sein? Nein, ich konnte es nicht mal umdrehen. Shame. Naja, gut. No can do. Aber ich bin mir sicher, das kann man auch schaffen. Ja, nichts von. Muss da jetzt genau so ein Ding drauf fallen. Der Trister bekommt viel seltener diese toten Schädel, fällt mir jetzt gerade auf. Das ist sehr unfair. Oh nein! Ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt. Na toll. Aber jetzt gucken wir sie nicht mehr. Oh Mann. Das ist teilweise schon echt übertrieben, wie oft die da kommen, vor allem wie viele. Heftig, heftig. Ich bin auch irgendwie so beeindruckt von der KI, dass die da auch weiß, was sie tut und so. Ja, toll. Das ist zunichte gemacht hier, die Arbeit. Nein, doch nicht genau dazwischen, Mann. Das ist doch trollig. Schon wieder. Ich kann da irgendwo keinen Einfluss aufnehmen. Wie sein, dass zu Tristan keine Schäden kommt? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Oh Mann, hab ich jetzt wieder gemacht. Oh, dass ich nur genau dazwischen fallen muss. Ist ja knapp gerade. Nein. Okay, das ja. Can't do that. Ich habe verstanden. Also ich glaube, es wird in dem Sinne von Level zu Level schwieriger, dass die Gegner einfach mehr Glück haben, so sehe ich das. Da schön landen, wo sie nicht landen sollen. Als ob der Computer genau Bescheid weiß. Nein. So, hört doch auf mit dem Wahnsinn. Da sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus, tatsächlich.
da doch keinen Erdblock mehr hin. Blöd. Und auch das ist blöd. Aber egal. Das ist die Hauptsache. Juhu, das Level von Pippa. Speichern. Slot 8. So, jetzt schaue ich doch erstmal, was dann da als nächstes auf uns zukommt. Die Stadt der Zwerge. Alles klar. Das machen wir dann das nächste Mal. So, für den Part war es das dann wieder, weil wir haben jetzt wieder weitere 4 Level geschafft. So, und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder, welcher allerdings... Ja gut, zwar der letzte des Story-Modus sein wird wahrscheinlich, aber nicht der letzte von diesem Spiel, denn da ist ja noch der freie Modus. So. Aber ja, bis es dann auf jeden Fall soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bernd, oder?